Der Nachmittag als Mundharmonikaspieler gemacht hat, dass er, wie selbstverständlich, in einem Tennisdoppelmal mit Charlie Chaplin, Greta Garbo und Salvador Dalí gemeinsam gespielt hat. Das ist eigentlich nicht zu steigern, denke ich. Bevor Sie das leere Adlerporträt von Siegfried ausziehen, verabschiede ich mich von Ihnen. Danke fürs Zuschauen, tschüss und viel Vergnügen. Sein Sound ist inzwischen legendär, sein Markenzeichen die Mundharmonika. Rhythm and Blues, Klassik und Jazz, Musik pur, das ist Larry Adler, der Mann, der aus einem Kinderspielzeug ein respektables Konzertinstrument machte und von dem George Gershwin und Billie Holiday sagten, Larry spielt dieses Wahnsinnsinstrument nicht, er singt es. Auch heute mit fast 80 ist er noch immer auf dem musikalischen Trip. Wie in diesen Tagen in Wiesbaden und Frankfurt ist es allerdings eher ein Trip in die eigene Vergangenheit. Es ist die Erinnerung an jene Tage, als er nach Lawrence, Selakowitsch hieß und in den armen Vierteln von Baltimore als Sohn jüdischer Einwanderer aus Russland aufwuchs. It's a beautiful setting. Denn Larry Adler trifft hier auf 90 Minuten seines Lebens, die jetzt von dem Regisseur Joachim Kreek auf Film gebannt wurden. Es beginnt in New York, wo er mit 14 seine musikalische Karriere startete und zeigt ihn schließlich als berühmtesten Mundharmonikaspieler der Welt. Ein Mann, der sich und seinen Prinzipien immer treu geblieben ist, bis heute. Wenn es um meine Lebensphilosophie geht, berufe ich mich auf Konfuzius. Der hat gesagt, der weise Mann tut, was er für richtig hält, der Narr das, was sich besser verkauft. Ich hasse, was sich lediglich gut verkauft. Ich bin weder Vertreter noch Verkäufer. Ich kann das einfach nicht tun. Dafür zollten viele ernsthafte Musiker, wie hier der Komponist und Dirigent Malcolm Arnold, Larry Adler Respekt. Sich nicht verkaufen zu können, brachte Larry Adler allerdings auch existenzbedrohende Zeiten ein. Als Ende der 40er Jahre in den USA die Hatze auf linke Künstler und Intellektuelle begann, geriet auch Larry Adler in die Schusslinie von McCarthy. Vielen, auch Humphrey Bogart und Lauren Bacall, erging es so. Doch Larry Adler traf es besonders hart. Blacklisted, Berufsverbot. Dabei war Larry Adler während des Zweiten Weltkriegs immer Patriot gewesen. Nicht als Soldat, sondern als Musiker und Entertainer reiste er an die Front, um die Soldaten für ein paar Stunden den Kriegsterror vergessen zu lassen. Larry, you got your harmonica with you? Yes, I've always got it with me. Why don't you show the people what you're gonna do? That's not a bad idea. Wunderbar, wie er mit Understatement eine Parodie seines eigenen Könnens abliefert. Und so reiste er nach Ägypten und nach Sizilien, nach Polen und in die Tschechoslowakei. Doch nur wenige Jahre nach Kriegsende wurde sein einst geliebtes Amerika mit der Jagd auf linke Intellektuelle für ihn ein Land, das er nur noch verachtete. Und bis heute ist viel von dieser Enttäuschung geblieben. I have no respect for them. Mir fehlt auch heute noch der Respekt für meine einstige Heimat. Schauen Sie sich Präsident Bush an, ein Lügner in der Iran-Affäre. Nixon, ein Gauner. Ja, und Ronald Reagan, der hatte immer schon 30 Sekunden später das vergessen, was er vorher abgelesen hatte. Damals habe ich die USA verlassen, weil man mir meine Grundrechte genommen hat. Ich spiele zwar heute dort noch ab und zu, aber wieder dort leben niemals. And I go back there now. I go back to play concert, but I don't want to live there ever again. Der Mann mit der Mundharmonika und den sensiblen Händen flüchtete ins Exil nach London. Dennoch, seine Kreativität blieb ungebrochen. Charles Laughton, Ingrid Bergman, Vivien Leigh, für viele schrieb er jetzt die Filmmusiken. Die Mundharmonika bleibt, auch wenn er sich selbst von der Leinwand zurückzog, der Mittelpunkt seines Lebens. Und so ist es geblieben, wie vor zwei Tagen in Frankfurt. Doch neben dem Komponieren von Filmmusiken begann Larry Adler seine zweite Karriere als Solist.
und das mit klassischen Werken von Bach bis Bartok, weit weg vom Entertainment der 30er und 40er Jahre. Als ich als Musiker begann, da hat man mich als Zeitungsjunge kostümiert. Ich war damals nur ein Gag, etwas Neues im Showbusiness. Aber mit der Zeit hat man mich als Musiker ernst genommen. Zeitgenössische Komponisten wie Villa-Lobos, Vaughan Williams oder Malcolm Arnold haben klassische Stücke für mich und die Harmonika geschrieben. Ich habe Bartók Hindemith mit Ravel, Stravinsky, Rachmaninow getroffen und auch mit ihnen gearbeitet. Was ich bis heute zutiefst bereue, ist, dass ich mich nicht getraut habe, sie um eine Komposition für mich und mein Instrument zu bitten. Dafür spielt er viele ihrer Werke heute noch in den großen Konzertsälen der Welt. Wie hier Gershwins Rhapsody in Blue in der Royal Albert Hall in London. Neben all diesen musikalischen Höhepunkten gab es privat in Larry Adlers Leben auch noch sie, Ingrid Bergman. Lange Zeit galten sie als unzertrennlich. Aber auch hier hat sich Larry Adler wieder einmal nicht getraut. Ingrid und ich haben Marriage. Wir beide, Ingrid und ich, haben ernsthaft darüber nachgedacht, ob wir heiraten sollten, sagt Larry. Aber wir waren beide damals verheiratet und ich hatte zudem noch drei Kinder. Ja, damals hat mir der Mut zu einem solchen Schritt gefehlt. So bleibt heute nur noch die Erinnerung und die wird, sagt Larry, durch meine Harmonika lebendig, wenn ich Musik mache, zum Beispiel mit Itzhak Perlman. Summertime.